So, Ladies and Gentlemen, ich möchte in dem Video etwas sagen, was vielleicht dem einen oder anderen hilft, die Situation, die im Moment ist, gut einzuschätzen oder besser einzuschätzen und die Situation, in der wir im Moment sind, besser einzuschätzen. Und zwar, wie das Jahr begonnen hat, ist wirklich so ein Marsjahr. Ich habe es bei vielen gesehen, dass wir sind auf Action ausgerichtet. Es ist eine Zeit, wo mehr gehandelt wird fast als gedacht. In meiner WhatsApp-Gruppe, in der du kostenlos joinen kannst, hatte ich davon gesprochen, dass wenn es nicht so klappt, machst du es so. Wenn es nicht so klappt, dann machst du es so. Also es ist wie, weißt du, ist genug gelabert worden, du gehst in den Ring rein und du versuchst dein Ding irgendwie voranzuboxen. Es ist nicht so viel gedanklich, es ist kein Merkurjahr, wo man die ganze Zeit denkt, 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 ja. Und dann kommt nachher nichts zustande, no, 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 no. Du machst wirklich was, du machst, bist wirklich in Action, du versuchst, wenn es da nicht geht, wenn es da nicht geht. So, was jetzt kommt ist, wir haben jetzt ein bisschen was probiert, links und rechts. Jeder hat irgendwie was probiert. Und jetzt, wenn wir, ich lasse mich die Konstellation hier zeigen. Erstmal im Moment Neumond. Also, was nicht im Moment, im nächsten Neumond. Da geht es praktisch in die nächste Runde. Und im Moment haben wir ja abnehmenden Mond. Also, ich spreche das heute am 9.2. Also, noch ein paar Tage ist es hin zum Neumond. Und dieser Neumond, ja, lass uns den mal angucken. Ich zeige euch die klassische Grafik, damit ihr das irgendwie in einem Bild seht, so was hier passiert. Und zwar haben wir diese Konstellation, wo Sonne, das erste Mal die Sonne, hey, check das, seit Saturn am 17. Januar in den Wassermann gegangen ist, ist jetzt der Neumond mit der Sonne das erste Mal diese Sonne-Saturn-Konjunktion. Und deswegen ist auch eine gewisse Schwere, eine gewisse Bremse da. Also wenn ihr zum Beispiel auf Vorhaben oder Aktionen von anderen Leuten wartet im Moment, werdet ihr euch gewundert haben, warum sind die Leute nicht da? Warum sind die Leute nicht zur Verfügung? Warum stehen die nicht am Strand? Jeder ist am Überlegen. Es hat ein Start stattgefunden, wir haben schon ein bisschen was versucht voranzutreiben und jetzt ist so eine Strenge da, eine gewisse Strenge. So, was ist Wassermann? Wassermann bedeutet das Wir, bedeutet soziales Leben, dein soziales Leben, auch deine Hoffnung, deine Wünsche, deine Ideale. Na, da kriegst du an diesem Neumond, also wenn diese Saturn-Sonnen-Konjunktion stattfindet, kriegst du ganz klare Anweisungen. Ja, also da hast du die Klarheit, okay, das habe ich jetzt probiert und da bin ich auch ein bisschen weitergekommen. So, lass mich in dieser Art und Weise weitermachen. Und es geht im Moment so, dass vor allen Dingen auch Männer oder Leute in verantwortungsvollen Positionen überall auf der Welt, sie denken sehr scharf darüber nach, wie sie weiter vorgehen, weil sie sich über die Konsequenzen in ihrem sozialen Leben eben bewusst sein müssen. Also jeder muss sich bewusst sein, das und das wartet auf mich, wenn ich das und das mache. Verstehst du, was ich meine? Also jeder denkt irgendwie so, ja, ich muss wirklich jetzt aufpassen, was ich jetzt auch tue, bitte pass gut auf. Jetzt komme ich schon wieder mit so einem Zitat aus so einem Lied, was ich mal früher gehört habe. Die Vögel singen plötzlich leiser, die Flüsse ändern ihren Lauf. Und was du jetzt auch tust, bitte pass gut auf. Pass mal auf, auch hier im emotionalen, spirituellen Bereich passiert zwischen diesem Neumond, ab jetzt schon, zwischen dem 3.2. und dem, dann haben wir den Vollmond am 7.3. In diesem Zeitfenster passiert unwahrscheinlich viel. Und nach dem Neumond am 20.2. siehst du deine Absicht und die Absichten auch von anderen oder die Klarheit, wie die das einschätzen, mehr klar. Also vielleicht weißt du nicht, okay, was will die Person überhaupt?
die hat sich zurückgezogen? Oder was ist auch unser kollektives Weiterkommen in einer Angelegenheit? Warum zieht sich im Moment jeder in der Familie ein bisschen zurück oder in der Gruppe oder in der Firma? Jeder ist ein bisschen in seinem eigenen Kram drin. Nur die Leute, die wirklich confidential sind, die reden miteinander. Und ich meine, überhaupt auch Fische, hier ihr seht diese Fische-Planeten, die stehen hier zusammen und es hat sehr viel mit Gefühl zu tun, es hat sehr viel mit Spiritualität zu tun, ja. Das ist also hier der Neumondtag. So, was ich sagen will mit diesem Video ist, nimm dir einfach ein Herz und schau, prüfe für dich, was der erste Teil, die ersten Tage gebracht hat. Also, wo bist du weitergekommen? Anerkenne das, sag nicht, das Glas ist halb leer. Sieh, das und das ist wirklich tatsächlich passiert. Das und das habe ich tatsächlich gemacht in den ersten Tagen von 2023. Und so weit bin ich gekommen. Und jetzt sehe ich, die neue Energie ist da. Ich will mein soziales Leben, wird in Ordnung gebracht. Ich kann gar nicht mich dagegen wehren, weil im Wassermann geht es um das Wir. Und Saturn zeigt dir, was für ein Wir halt funktioniert, was du brauchst für dein Wir, ja, wo dein Wir existiert und wie dein Wir existiert, wie es funktioniert. Dafür kriegst du nochmal Klarheit auch um den Neumond herum und ja, dann geht es lustig weiter mit dem Mars, ja. Es geht so weiter, dass wir im April halt den Jupiter im Widder haben. Also ich weiß, für die Leute, die mit klassischer Astrologie arbeiten, wo nach einem Kalender geht, der nicht accurate ist mit den Sternen. Die denken schon, Jupiter ist im Widder, aber nein, es kommt jetzt erst und Widder bedeutet eben auch Neuanfang. Jupiter kriegt natürlich dann, wenn wir, also dieses Einteilen von Planeten in Jahren, finde ich eigentlich ganz cool. Also da sehe ich, das funktioniert. Und wenn Jupiter in den Widder geht, fängt auch, ich meine, dann haben wir auch das chinesische neue Jahr, also das ist eigentlich auch der vedische Kalender fängt eigentlich auch an am 7.3. Ist eigentlich unser Neujahr, also unser geheimes neues Jahr. So dann, wenn dann auch im April Jupiter in Widder geht und dann geht diese Mars-Geschichte, also dieses packen wir es an, also diese Energie geht eben weiter. So, dabei wünsche ich euch bei diesem Umsetzen von den neuen Erkenntnissen und den neuen Plänen und Visionen und der Klarheit wünsche ich euch alles Gute und ich verbleibe euer Art-Astrologe. Und nochmal, wer möchte, sendet mir eine E-Mail an die E-Mail, die hier eingeblendet ist und ich nehme euch kostenlos in die WhatsApp-Gruppe auf, weil ich mache nämlich nicht immer solche Videos, nur manchmal, weil ich auch nicht immer so da drauf bin, mich abzufilmen. Aber für mich ist immer einfach mal schnell eine Voice-Message zu machen. Und noch eine andere Sache ist, was neu ist, diejenigen, die mit mir arbeiten, haben es schon bemerkt, ich mache Videos, wo ich genauso wie ich jetzt zu dir spreche, der du jetzt dieses YouTube-Video siehst, ich mache Videos, wo ich genauso nur für dich auf dein Horoskop gemünzt zu dir spreche, okay? Also das gibt es jetzt neu bei Art Astrologe Leonardo. Ich mache das immer mehr, weil mittlerweile habe ich mich jetzt auch dran gewöhnt, meine Fratze die ganze Zeit zu sehen. Und ich wünsche euch alles Gute. May God bless you. Bis zum nächsten Mal. Euer Art Astrologe Leonardo. Ciao.